Der Tourismus erlebt aktuell einen starken Wandel und sieht sich auch zukünftig großen Herausforderungen gegenübergestellt. Pandemiebedingt war der Urlaub ans Meer oft nicht mehr möglich und so rückte der Heimaturlaub in den schönen Bergen immer mehr in den Blickpunkt. Die Gäste werden allerdings immer anspruchsvoller und so sind breite Pisten, viele Lifte und die schönen Berge alleine oft nicht mehr genug als USP. Wie kann Digitalisierung hier den Touristikern der Eventbranche helfen, für neue Angebote und Attraktionen zu sorgen? Was gibt es in der Digitalisierung derzeit schon im österreichischen Tourismus? Über all das diskutieren wir beim 3 Digital Impulse Talk im Tourismus Center Saalbach-Hinterklemm mit namhaften Gästen aus dem Tourismus, der Eventbranche und dem Sportmarketing. Er ist Marketingleiter im Geschäftskundenbereich von 3 Österreich. Er ist aber nicht nur Fachmann für Wirtschaft und Digitalisierung, sondern auch begeisterter Sportler. Nach seiner Vereinskarriere als Tischtennisspieler wechselte er die Schläger gegen Schwimmbrille, Laufschuhe und Rad und entdeckte den Triathlon sowie Ausdauersport für sich. Auch in seiner Rolle als zweifacher Familienvater liegen ihm die Themen Digitalisierung und Tourismus gemeinsam mit Sport am Herzen. Herzlich willkommen, Christoph Stadler. Vor 22 Jahren hat Roland Kurz von der Salzburger Eventagentur NMC die Mountain Attack ins Leben gerufen. 1999 wurden sowohl Veranstalter als auch Teilnehmerinnen von vielen noch als Spinner bezeichnet, die einen Berg im Renntempo mit extrem leichtem Material nach oben laufen, um dann wieder mit Highspeed nach unten zu rasen. Mittlerweile hat sich das Skibergsteigen in unserer Gesellschaft fest verankert und ist aus der Sportszene nicht mehr wegzudenken. Dank Roland Kurz und seinem Team sorgt alleine die Mountain Attack für hunderte Nächtigungen im Klemmtal und setzt so inklusive weiterer Umwegrentabilitäten wichtige wirtschaftliche Impulse für die Region. Herzlich willkommen, Roland Kurz. Als Direktor des Tourismusverbands Saalbach-Hinterklemm führt Wolfgang Breitfuß ein Team von knapp 20 Mitarbeiterinnen in 6 Bereichen. Vom modernen Tourismus-Service-Center in der Klemmstraße werden nicht nur 600 Betriebe und über 20.000 Gästebetten pro Jahr, sondern auch vielfältige Veranstaltungen wie die Skiweltcups, Skiweltmeisterschaften und eben die Mountain Attack im Einklang mit allen Stakeholdern gemanagt. Der zweifache Familienvater ist seit über 15 Jahren für seine Heimatgemeinde im Einsatz und maßgeblich für die Entwicklung zu einer der führenden Tourismusregionen des Landes, Sommer wie Winter, verantwortlich. Herzlich willkommen, Wolfgang Breitfuß. Die WU-Absolventin ist CEO der Saalbacher Bergbahnen, Gründerin und Eigentümerin des Hotel Saalbacher Hof und Co-Founder von Dudes, einem Tool zur Verbesserung der Unternehmenskultur. Damit zählt sie zu den Top-Leaderinnen und Vordenkerinnen unseres Landes und wir sind sehr froh, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Isabella Tschulnig-Geißler. Digitalisierung und Technologie werden für den Menschen immer wichtiger in unterschiedlichen Lebensbereichen und unterstützen ihn dabei, den Alltag, aber eben auch den Urlaub bestmöglich zu konsumieren und ein Gesamterlebnis zu schaffen, nicht nur offline, sondern eben auch online mit vielen digitalen Tools und Technologien, die es dafür braucht. 3 unterstützt hier im B2B-Bereich Gemeinden, Tourismusbetriebe, Hotels, aber eben auch in einem B2B2C-Modell ist es ganz wichtig für den Gast der Zukunft, dass es diese Technologien gibt. Christoph, aus eurem Tun heraus, welche Technologien bietet ihr hier an? Welche sind hier wichtig für den österreichischen Tourismus jetzt schon, aber vor allen Dingen auch auf dem Weg in die Zukunft? Ja, ganz generell, glaube ich, muss man erwähnen, dass für einen nachhaltigen Tourismus die Digitalisierung ein Teil der Lösung sein kann. Und damit die Digitalisierung stattfinden kann, braucht es als allererstes die Anbindung ans digitale Netz, ans Internet. Und rund um diese Anbindung bieten wir, je nachdem, um welche Zielgruppe es geht, unterschiedliche Lösungen und Produkte auf unterschiedlich basierten Technologien an. In aller Munde ist derzeit klarerweise der 5G-Rollout. 5G, die aktuelle Technologie im Mobilfunk, ermöglicht einerseits dem Gast sehr viele neue Möglichkeiten, andererseits aber auch den Tourismusbetrieben, Stichwort Internet of Things, das Internet der Dinge, wird hier nochmals einen riesen Fortschritt machen.
Und deswegen haben wir uns es auch zum Ziel gemacht von Dreier, dass wir hier eine Verantwortung übernehmen und diesen 5G-Rollout in Österreich so gestalten, dass wir auch 700 Gemeinden, die bis jetzt gar nicht oder schlecht versorgt waren, an dieses digitale Netz anzubinden. Dieser Rollout läuft gerade und ist, wie gesagt, die Grundvoraussetzung für viele Lösungen, Anwendungen, die dann möglich werden in der digitalen Welt. Wenn wir aber schauen, der Tourismusbetreiber vernetzt auch seine Infrastruktur, seine Maschinen, seine bestehenden Geräte, und da spricht man oft vom Internet der Dinge. Da kommen auch andere Technologien zum Zug, wie aktuell unser LoRaWAN-Netz. Da geht es darum, dass man Anwendungen möglich macht, die weniger Bandbreite brauchen, aber ans digitale Netz angebunden werden müssen. Das ist eben eine Technologie, die dafür auch zur Verfügung steht. Von dem her, je nachdem, über wen wir reden, über welche Zielgruppe, über welches Bedürfnis wir reden, bieten wir hier da eine breite Bandbreite an Technologien und Lösungen an, um eben die Digitalisierung auch entsprechend vorantreiben zu können als Tourismusregion oder Tourismusbetrieb. Wir sitzen hier im Tourismuscenter Saalbach-Hinterklemm rund um die Mountain Attack, eine sehr, sehr große Veranstaltung mit über 1000 Teilnehmern. Welche digitalen Touchpoints aus euren Technologien und aus der Digitalisierung sind hier wichtig für die Tourismusregion, für den Veranstalter, aber eben auch für den Gast und den Teilnehmern? Aus meiner Sicht ist es mittlerweile so, dass der Gast, der in dem Fall Sportler, der hier in die Region kommt, um an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können, in Verbindung bleiben kann mit seinen Communities, andererseits aber auch mit dem Veranstalter. Und deswegen ist es wichtig, dass es eben diese breitbandige Internetversorgung in der Region gibt, weil darüber eben Touchpoints entstehen auf unterschiedliche Art und Weisen. Es gibt da die Möglichkeit, über Apps zu kommunizieren, über Portale, aber auch über digitale Screens. In der Region hat man Möglichkeiten, hier Touchpoints zu schaffen mit dem Gast, mit dem Sportler. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man hier die digitale Welt mit der realen Welt auch ein Stück weit in Einklang bringt. Roland, die digitale Welt in Einklang zu bringen mit der realen Welt, mit der Offline-Welt. Vor über 22 Jahren seid ihr gestartet mit der Mountain Attack, habt sie dann über 20 Mal sehr erfolgreich durchgeführt. Dann kam Corona, das Thema Pandemie. Trotz vielen Konzepten, Vorbereitungen und allen Versuchen, wir waren damals schon in Kontakt und ein Stück weit dabei, hat es letztes Jahr dann doch nicht geklappt mit der Durchführung der Mountain Attack. Wie wichtig ist es dann mit einem Jahr Pause, genau diese digitalen Tools, dieses in Kontakt bleiben mit der Community, mehrere zigtausende Athleten, die teilgenommen haben in den 20 Jahren davor, in diesem Jahr der Pause digitale Tools zu haben, um in Verbindung zu bleiben und auf die Zukunft vorzubereiten. Gott sei Dank, heuer findet sie wieder statt. Herzliche Gratulation an dieser Stelle, dass wir wieder so weit gekommen sind. Wie wichtig ist Digitalisierung für eine Veranstaltung der Größenordnung? Ja, ich würde sagen, in unserer Dimension spielt die Digitalisierung wirklich eine große Rolle. Und wir haben ja 1999 das erste Mal begonnen. Da war die Welt noch nicht so digitalisiert, war es ja wirklich um eine Spur schwieriger. Auch mit der Sportcommunity, mit den Athleten, mit den Begleitpersonen der Athleten, den zu Hause gebliebenen, zu kommunizieren, war irrsinnig schwierig. Es würde natürlich schon ganz wichtig sein, dass die Region auch vorbereitet ist auf solche Geschehnisse. Und da haben wir, glaube ich, mit Saalbach-Hinterklemm wirklich den idealen Partner gefunden, weil Saalbach ist hochmodern im Bereich der Seilbahntechnik, die wir gut nutzen können, weil wir auf allen Bergstationen und Talstationen auch den digitalen Zugang finden können. Und somit können wir für unsere Dimension, die ja wirklich eine große ist, Live-Bilder nach Hause senden mit der entsprechenden Technologie. Und man kann zu Hause in einem Livestream wirklich jeden Punkt der Strecke erreichen. Ja, das ist
halt da einzigartig, weil man muss sich ja vorstellen, wir sind auf Gipfel mit über 2000 Meter und dann geht es ins nächste Tal hinunter und egal auf welchen Punkt man sich befindet, das funktioniert einfach. Und ich glaube, das hat sich eben enorm verändert. Früher war es halt irgendwo ein Rennen, da ist man wo raufgegangen, dann waren oben ein paar Zuschauer, unten ein paar Zuschauer und der Sieger war dann da. Mittlerweile ist der Anspruch der Zuseher, der Community, auch der Athleten, dass man überall weiß, wo der ist. Ja, ist auch ein Thema Sicherheit natürlich. Wir wissen an den verschiedenen Checkpoints, wo sind die Athleten durchgegangen, auch durch die Leitungen, die wir hier mit nutzen können und hat nicht nur einen komfortablen, aber auch einen Sicherheitsaspekt. Und das ist für uns schon ein ganz wesentliches Kriterium, wie wir auswählen, wo wir große Events durchführen wollen. Der Roland hat gesagt, mit Salbach Hinterklemm hat er den idealen Partner, vor allen Dingen auch in Pandemiezeiten, vor allen Dingen, wenn es um das Thema Digitalisierung, Konnektivität geht. Inwieweit wart ihr, was dieses Thema betrifft, gut vorbereitet auf die Pandemie und inwieweit hat es euch geholfen, mit der Digitalisierung, mit all dem digitalen, mit der digitalen Infrastruktur, die schon da war, die Pandemie durchzustehen, beziehungsweise jetzt nach der Pandemie auch vielleicht gestärkter wieder herauszugehen und an das anzuknüpfen, was vorher schon aufgebaut war? Ja, Salbach Hinterklemm war immer schon sehr digital getrieben. Also ich würde sagen, wir sind ja in vielen Bereichen First Mover gewesen. Wir verfolgen ja die Strategie, alles, was neu kommt, irgendwo, was die Digitalisierung betrifft, auch sofort aufzusaugen und aufzunehmen. Man kann es wahrscheinlich eh nicht verhindern. Also wir haben vor 20, 25 Jahren schon unsere erste Website aufgebaut und dementsprechend hat sich das weiterentwickelt so sehr, dass gerade unsere Kunden, zu denen wir natürlich auch versucht haben, eine Beziehung zu halten in der Phase, wo man uns physisch nicht besuchen konnte, dass wir denen Inspirationen geliefert haben, dass wir denen sozusagen ein bisschen den Urlaub nach Hause gebracht haben durch tolles Bewegtbildmaterial, das man ja wunderbar mittlerweile auch produzieren kann. Und so ist uns gelungen, zu den Gästen den Kontakt zu halten, sie bei der Stange zu halten und dementsprechend, wenn es dann wieder möglich ist, aufzugehen, ist natürlich ein Urlaub in Salbach, wenn man physisch verbringt, hundertmal schöner, als wenn man sich nur die Bilder am Bildschirm ansehen darf. Und wir sehen es wieder, die Gäste lieben nicht nur Salbach, sondern die Berge generell, die Leute wollen raus und wir sind froh, dass wir hoffentlich die schlimmste der Pandemie hinter uns gelassen haben und dass wir jetzt alle nach vorschauen können. Wie wichtig im Kontext auch Mountain Attack und ihr macht über das ganze Jahr knapp 50 Veranstaltungen, ist das Thema Events für euch und inwieweit geht dadurch das Klemmtal aktuell ein Durchatmen, dass diese wieder zumindest deutlich befreiter möglich sind? Inwieweit ist das für euch ein Thema und wie nutzt ihr das auch in eurer Positionierung? Ja, ich glaube, Salbach Hinterklemm hat sich über die letzten Jahrzehnte einen Namen dahingehend gemacht, dass wir versuchen, in Zeiten, wo weniger los ist, wo keine Ferien sind, wo die Nachfrage etwas schwächer ist, durch Events Nachfrage zu kreieren. Und da gibt es Wunder, gerade im Winter, tolle Events zur Opening-Zeit, wo man versucht, die Leute zu begeistern, bevor die Weihnachtsferien losgehen. Dann Jänner ist normalerweise der Monat des Mountain Attacks, dass wir hier auch noch einmal die Betten füllen, beziehungsweise auch am Ende der Saison und speziell auch im Sommer, wo wir in den Randzeiten am Beginn und am Ende sehr viel im Bereich Mountainbike machen und so dementsprechend Nachfrage generieren und erzeugen und für unsere Unternehmer hier Gäste produzieren sozusagen. Also für uns ist Events sehr, sehr wichtig. Wir haben eine große Eventbegeisterung auch im Ort, das muss man sagen. Mountain Attack ist auch ein wunderbares Beispiel, in welchem Ort gibt es das, dass das Start und Ziel mitten im Zentrum liegt, teilweise die Häuser rundherum doch blockiert sind, aber da ziehen alle an einem Strang und das macht es so schön, hier auch diese Veranstaltungen abzuwickeln. Mitten im Zentrum liegt auch das Hotel Salbacher Hof, wo die Isabella, die Gründerin und der CEO auch ist und das Hotel betreibt. Wie groß ist deine Freude, dass jetzt die nächsten Tage wieder die Betten gut gefüllt sind, der Ort gut gefüllt ist und es einfach wieder Leben da ist und gerade für einen Hotelier wieder einfach der Gast so nahe im Ort zu Hause ist? Ja, also nach dieser langen Zeit, sage ich mal, der Einsamkeit im Ort, die man letzten Winter hatte, oder, tut es einfach gut, wieder sehr viele Leute aus aller Herren Länder um sich herum zu haben und zu sehen, dass alle begeistert nach wie vor sind vom Skifahren, von Events, von dem Zusammenkommen miteinander oder Erlebnisse miteinander teilen. Das ist, glaube ich, das Schönste. Und was den Event so besonders macht, ist, dass er eben mitten im Ort ist, wie der Wolfgang schon gesagt hat, und da herum wurdelt es halt einfach und da ist richtig viel los. Und wenn die alle gleichzeitig starten und die Dorfstraße runterlaufen, also das ist wirklich was, das muss man mal erlebt haben. Das ist großartig.
In diesen Momenten rückt wahrscheinlich die Digitalisierung ein bisschen nach hinten, weil da geht es einfach um das Vor-Ort-Erlebnis, ja, die Emotionen, mitten dabei zu sein. Wie wichtig ist rundherum die Digitalisierung, dass es zu so etwas überhaupt kommt, beziehungsweise auch dann die Nachbearbeitung möglicherweise von all den Eindrücken, die man sammelt. Content haben wir schon gehört, aber Datenverarbeitung und so weiter. Ja, vor allen Dingen auch die Kommunikation in-house. Also es gehört ja zum Salbacher Hof auch das Solhaus, das ist eine Skihütte, da ist zum Beispiel das VIP-Catering, dann am Abend ist unten im Club die After-Race-Party, am Dorf Platz am Schappberg unten betreuen wir auch die Gastronomie. Also wenn wir das nicht alles irgendwo im Betrieb mit unseren Schnittstellen digital abbilden könnten, wer macht was, wer ist für was verantwortlich, dann wäre das eine Kommunikation mit Zetteln und das geht einfach nicht mehr in Zeiten wie diesen. Also wir haben eigentlich bei uns im Betrieb jeglichen Kommunikationsweg digitalisiert und so weiß immer jeder genau, was noch wo zu tun ist und jeder weiß Bescheid. Und ja, in Zeiten wie diesen undenkbar, ein Hotel anders zu führen als mit diesen Hilfsmitteln. Also von den Zetteln sind wir bei drei wahrscheinlich mittlerweile sehr, sehr weit weg. Und als digitales Unternehmen bietet sie ja sehr viele Tools, die in der Gastronomie, aber auch im Tourismus wirken. Wenn man da so viele Prozesse und Abläufe zu managen hat, geht es ja sehr stark um das Thema Effizienz. Es hat auch damit zu tun mit Nachhaltigkeit, mit einem Ressourceneinsatz, der gut gesteuert werden will, der aber auch eben effizient gesteuert werden will. Inwieweit habt ihr dieses Thema am Schirm und ist das für euer Portfolio bzw. für eure Geschäftsfelder wichtig? Ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, also ich glaube, das ist sehr wichtig, auch wenn ich mich reinversetze in einen Tourismusbetrieb, so wie ich es gerade auch gehört habe, weil man mit Hilfe von digitalen Tools Prozesse effizienter gestalten kann. Und ich glaube, das ist eines der Hauptthemen, die wir da auch haben, dass wir effizienter wirtschaften können im Tourismus, aber ganz generell auch in der Wirtschaft. Von dem her ist uns das als Enabler, als Telekommunikationsunternehmen, das solche Dinge enabelt, auch sehr wichtig und haben wir das ganz hoch auf unserer Agenda stehen, dass wir die Möglichkeiten schaffen, bis hin eben auch spezifische Use Cases komplett anbieten und abdecken. Wir haben vorher über die Kommunikation mit dem Gast gesprochen. Das beginnt natürlich bei der beim Grundbedürfnis Telefonie und Internetversorgung. Also solche Produkte sind bei uns im Kernportfolio. Darüber hinaus bieten wir aber mittlerweile auch digitale Screens an, mit denen man kommunizieren kann, mit denen man auch flexibel sein kann, wenn es darum geht, eben neue Informationen zu kommunizieren. Wir haben über die Pandemie gesprochen und über Corona und da war es wichtig und notwendig, sehr schnell und flexibel auf gewisse neue Rahmenbedingungen reagieren zu können. Wenn man da jetzt zurückdenkt an die Zeit vor der Digitalisierung, wo sowas über analoge Kommunikationsmitteln passiert ist, das wäre hoch ineffizient gewesen. Und mittlerweile mit digitalen Kanälen kann man in der Sekunde auch auf solche Ereignisse reagieren und deswegen ist es wichtig und auch ein wichtiger Bestandteil in unserem Portfolio, dass wir hier entsprechende Lösungen anbieten. Du hast das zuerst, Roland, schon im Großen ein bisschen angesprochen, aber wenn man sich die Mountain Tech von vor 22 Jahren ansieht und heute und wenn man sich dann heute anschaut, okay, welche digitalen Touchpoints gibt es da für dich als Veranstalter, aber vor allen Dingen auch für den, der mitmacht, von der Website, von der Anmeldung bis hin zum Time-Tracking von Lichtschranken, von Content, von gewissen Punkten, die er erreichen muss, bis hin zum Thema Sicherheit, das du zuerst schon angesprochen hast. Wenn du uns da mal an der Hand nimmst und im Detail mit den wichtigsten Stationen connectest sozusagen, wie hat sich diese Welt verändert? Sie hat sich extrem verändert und für uns im Geschäft natürlich Gott sei Dank zum Positiven. Vielleicht springe ich ganz kurz zurück. 1999 gab es die Anmeldung per Fax oder per Brief mehr oder weniger. Es gab kaum eine Homepage-Möglichkeit. Es war die digitale Überweisung nicht möglich, der Stadtgelder. Du hast wirklich auf die Bank gehen müssen, jedes Mal schauen müssen, wer hat einbezahlt, wann wurde einbezahlt. Also all diese Dinge. Auch wir konnten ja kaum kommunizieren mit den Teilnehmern. Wo parkst du? Wann ist der Start? Das kann man zwar einmal rauslesen auf der Homepage, aber jetzt können wir
aktiv mit allen Beteiligten, mit der Fangemeinde, mit den Personen im Ort, mit unseren Hotelpartnern, unseren Touristikpartnern, jederzeit, zu fast jeder Uhrzeit kann man sagen, kommunizieren und viele Dinge schnell und einfach lösen. Ja? Auch zuerst schon angesprochen, die digitalen Übertragungen, aber man muss sich auch vorstellen, die Zeitnehmung. Wir haben halt jetzt überall die digitalen Checkpoints, wir sehen sofort, wer ist irgendwo. Früher war es halt so, dass der örtliche Skiclub, sind wir ihm noch immer dankbar, das mit uns gemeinsam gemacht hat, und dann hat man halt mit Lichtschranken, wie du angesprochen hast, und Mitschreiben und Hand und Startnummer dazu und Zeit. Jetzt habe ich wirklich die Nettozeit von jedem Läufer, wann ist er über die Matte gegangen, egal ob jetzt weiter vorne oder hinten steht, er hat immer seine Nettozeit. Und wir können sofort die Ergebnisse abrufen. Unsere Moderatoren sehen auf Vorschau-Monitors, wer fährt gerade über die Ziellinie, kann zu jeder Person etwas sagen. Die bekannten Athleten, wissen wir ja alle ihre Stories, was haben sie schon alles gewonnen. Für die Zuschauer wird es interessanter. Und ich glaube, es ist die Zeit geschaffen worden, wo viele Fans, Freunde, Familienmitglieder Bilder, kleine Videos sofort über die Social-Media-Kanäle rauswerfen können. Jeder ist zu Hause informiert, wird am Laufenden gehalten. Das war ja undenkbar vor über 20 Jahren. Ja, jetzt ist das Standard, und das gibt, glaube ich, auch, wenn Isabella und Wolfgang fragen, uns allen gemeinsam die Chance, dass wir die Mountain Attack und Saalbach in kürzester Zeit in die Welt hinaus präsentieren können. Und das, glaube ich, kommt beim Publikum gut an, kommt bei den Athleten gut an. Wir können die ganzen Fernsehbilder wieder hochladen auf Homepage und auf Social Medias. Weil jeder, der beim Rennen war, sieht es ja nicht live, sondern müsste dann die nächsten Tage nochmal anschauen und so weiter. Also da ist schon wirklich extrem viel passiert. Jetzt bei der Digitalisierung wird ja oft in dem Kontext besprochen, dass der digitale Fortschritt Jobs kostet. Und wenn ich mir diese Entwicklung so anhöre und die Aufwände, die vor 20 Jahren da waren, lege möglicherweise der Schluss nahe, dass man das jetzt fast alleine schafft, weil die Digitalisierung das ja alles abnimmt. Wenn man dein Team kennt, weiß man, dass das nicht kleiner geworden ist, sondern größer geworden ist. Schafft man mit der Digitalisierung erstens neue Jobs, beziehungsweise auch mehr Output? Du hast vieles ja jetzt beschrieben. Und ist es eigentlich eine Wertschöpfung, die größer wird, nicht kleiner? Ja, ich glaube schon. Also wir aus meiner persönlichen Erfahrung, das ist jetzt mittlerweile auch schon 26 Jahre in der Eventbranche, die Jobs haben sich halt verändert. Ja, es sind manche Sachen weggefallen, weil ich muss halt jetzt nichts mehr händisch dazu schreiben, aber viele andere sind dazugekommen. Ja, wenn ich nur schaue, welcher Aufwand es ist, einen Ü-Wagen dorthin zu stellen, Bilder zu produzieren, das sind Arbeitsplätze geschaffen worden, und das macht uns auch Spaß, und man kann professionell mit diesen Menschen arbeiten, die haben alle viel mehr Wissen, wie ich es habe, deswegen holen wir die ja auch dazu. Unser Team ist gewachsen, nicht kleiner geworden, ja, und wir sichern uns ja auch zusätzlich noch ab, egal ob man die Checkpoints digitalisiert hat, es sind immer noch trotzdem extrem viele Menschen dort von unserem Team, die für die Athleten da sind, weil ich kann nur so gut digitalisieren, das Gel und den Tee wird man nicht das Internet reichen, sondern immer nur eine Person. Und die Emotionen, die man da mitnimmt, wenn ich dort vorbeigehe und wenn ich jetzt einen steilen Berg rauf, wir haben ja mit dem Schadberg und den Zwölferkogel jetzt wirklich zwei Monsterhügel dabei, wo du durch musst, und wenn die Leute dann rauffahren und mitfilmen und schreien und das Foto sofort posten, da kriegst du als Athlet, und ich glaube, der Christoph ist morgen am Start, du wirst sehen, du kriegst die zweite, dritte Luft, wenn deine Fans oder Friends dort stehen und das Bild rausschicken. Ja? Also da rührt sich extrem viel. Du hast zuerst das Thema Customer Experience angesprochen, ein Beispiel der Mountain Attack, dass sich die verändert hat mit den digitalen Möglichkeiten. Wolfgang, wie geht es dir da als Tourismusgemeinde? Wo seid ihr da dran und wart dran oder seid gerade dran für eure Kunden, nicht nur für den Mountain Attack-Gast, sondern generell für die Tourismusregion? Ja, wir haben, wie gesagt, Customer Experience beginnt bei uns auf der Website, wo es uns, denke ich, sehr, sehr gut gelingt, eben speziell auch durch viel Bewegtbild die potenziellen Gäste zu begeistern für einen Urlaub in Saalbach. Wenn die Gäste dann vor Ort sind, wenn sie durch unsere professionelle Buchungsmaschinerie durchgelaufen sind, ist auch alles mit ein paar
Klicks funktioniert, ganz effizient hier zu buchen. Das ist ja auch wichtig, dass das unkompliziert funktioniert. Dann haben Sie schöne Erlebnisse vor Ort. Wir profitieren auch das ganze Jahr darüber, auf unser Social Wall beispielsweise Gäste, die ihre Eindrücke in die ganze Welt hinausschicken. Die werden ja zu unseren Botschaftern, wenn man die lachenden Gesichter, so wie jetzt wieder auf den Skipisten sieht, auf der Skihütte, bei den Wellnessanwendungen. Das ist ja sehr eine Freude, da zuzuschauen. Und dann haben wir auch sehr viel gemacht im Bereich Gamification. Also wir lieben es, Spiele zu machen, digital, ob groß oder klein. Gäste lieben das, ob es jetzt im Winter die große Ski-Challenge ist, wo man im ganzen Gebiet, im Skizirkus Salbach, Hinterglemm, Leogang, Fieberbrunn sich bewegt und dann, wenn man es geschafft hat, nach über 12.000 Höhenmeter und 70 Liften, wenn man sich dann eine Trophäe abholt bei der Bergbahn, dann ist man happy, postet das nach Hause. Und genauso im Sommer, wo es die Big Bike Challenge gibt, wo man das gesamte Gebiet mit dem Mountainbike abfährt. Das sind so Zusatznutzen, tolle Dinge, die den Gast begeistern und die uns auch helfen, das Produkt Salbach-Hinterglemm positiv in die Welt hinauszutragen. Jetzt ist Salbach-Hinterglemm mit den 600 Betrieben ja sehr, sehr groß, auch sehr, sehr vielfältig. Es ist ein Ganzjahresprogramm, das ihr anbietet. Würdest du sagen, dass Digitalisierung flächendeckend bei euch im Tal angekommen ist, also bei allen? Das würde ich schon sagen. Also ohne Digitalisierung ist es heutzutage wirklich schwierig, noch Gäste zu bekommen, Gäste zu lukrieren. Und wir haben das, glaube ich, gut geschafft im Ort. Es war auch nötig, dass sich unsere Unternehmer immer wieder dahingehend motivieren. Es gibt ja oftmals auch ein bisschen einen Generationsprozess in einem Betrieb, dass die jüngere Generation natürlich diese digitalen Themen schneller aufnimmt als die als ältere Herrschaften, die wir aber auch noch als Vermieter, als Privatzimmervermieter haben, und die wir auch sehr froh sind. Aber es ist uns gelungen, durch sehr viel Mitarbeit auch von unserem Team, alle flächendeckend mal ins Internet zu bringen, Verfügbarkeiten buchbar zu machen. Und ich würde auf alle Fälle sagen, dass das Internet bei uns durchgedrungen ist, sogar bis ins hinterste Glemmtal. Isabella, du bist nicht im hintersten Glemmtal, sondern ein... Manchmal schon beim Jagern, da habe ich manchmal keinen Empfang im Vogelabgramm. Aber das ist auch gut so. Digital Detox braucht man ab und zu. Aber ansonsten bist du im Salbacher Hof anzutreffen. Inwieweit würdest du dich und euch als Leitbetrieb, was die Digitalisierung betrifft, sehen? Habe oft bei Speeches, die ich gehalten habe, bin ich oft gefragt worden, was macht einen oder wie kann man Mitarbeiter zufriedenstellen, wie kann man von Mitarbeitern mehr verlangen, dass sie selbstständiger denken. Und da ist das Erste, es macht durch Wissensmanagement. Also man muss das Wissen jederzeit jedem möglich machen, dass es abrufbar ist. Das nutzt nichts, wenn es der Chef war oder der Abteilungsleiter oder so. Es muss jederzeit auf Wissen zugreifen können. Und wir arbeiten da seit sehr vielen Jahren mit der Hotelkit zum Beispiel. Das ist ein super Tool, eine großartige Lösung, um alles eigentlich digital abzubilden. Wenn jetzt die Mountain Attack ansteht wie heuer, dann gehe ich rein, dann sehe ich die letzten Jahre, was ist wann passiert, was gehört noch besprochen, gell, dann habe ich die Rolle und einen Zettelausdruck, wie viele Leute sind das da heuer, ist das am Donnerstag wieder so wie letztes Jahr, ist das steht da halt alles, oder? Und das fängt bei uns bei Kleinigkeiten an, dass irgendwelche zusätzlichen Polster in der Zimmer wollen und hört bei Großartigkeiten auf, dass der Gast halt nochmal automatisch was hinterhergeschickt bekommt, automatisch Punkte sammelt für den nächsten Aufenthalt, den er dann wieder in Voucher umwandeln kann. Eben wie schon erwähnt, auch die digitale Umfrage unserer Mitarbeiter und die Zufriedenheitsumfrage. Also bei mir im Betrieb ist alles so gut wie digital. Inwieweit würdest du das aus einer Evaluierung oder aus deinem subjektiven Eindruck heraus als USP sehen für den Gast oder für die Mitarbeiter? Gibt es Mitarbeiter, die das so schätzen, dieses digitale Service auch, dass sie deshalb kommen? Es gibt immer wieder auch welche, die was verwundert sind. Die sind das gewohnt, dass es sowas noch nicht gibt. Und das kriegt jeder immer eine Einführung, eine Ding. Und es ist, wenn irgendwas kaputt ist, der Reparaturauftrag gehört da hineingeschrieben. Wenn man Hausmeister anruft, dann der wird es nicht machen. So lange, bis sie es verstehen, dass sie es da reinschreiben müssen. Weil, also das ist auch ein bisschen ein Learning, was man immer mal wieder hat. Kommt darauf an, wir haben Mitarbeiter aus vielen Herren Ländern, also sind es vielleicht, glaube ich, jetzt heuer sogar 20 verschiedene Länder. Es gibt da Länder, die das gewohnt sind, gerade mal sage ich mir, in Mitteleuropa, wohingegen vielleicht aus anderen Ländern das noch nicht so ist. Die verstehen nicht, warum sie da das alles da reinschreiben sollen, warum kann man da nicht wen anrufen. Aber wenn man mal diesen Zusammenhang größer versteht, macht es Sinn, warum man da nicht anrufen kann oder warum man da nicht fragen muss, weil es steht ja da eh schon drinnen. Und die Gäste schätzen es, unsere Gäste sind großteils aus Skandinavien, England, die ja digitale Vorreiter sind, sage ich gerade, der skandinavische Markt. Da schreiben mir die Leute ständig irgendwie über die digitale Gästemappe, hat heute das und das offen, kann ich eine Massage buchen oder so irgendwas. Also die sind das gewohnt.
so zu arbeiten. Die sind auch im Haus und buchen dann nochmal online, statt dass sie einfach an der Rezeption sagen, ich darf gerne mein Zimmer verlängern. Also das ist ein bisschen skurril teilweise. Ich habe gesagt, online, aber über meine Webseite bitte, nicht über Booking.com, dann ist es okay. Ja. ja, also da ist alles möglich. Oder bei uns, keine Ahnung, Lieferantengespräche kann mit bei uns jeder führen. Also es macht bei uns der Restaurantleiter zum Beispiel, schreibt dann rein, was haben wir das letzte Mal besprochen, was steht jetzt drinnen, das muss nicht immer alles der Chef selber machen oder Rechnungen kontrollieren, da sind die Stundensätze der externen Firmen dokumentiert und ja, das ist am Anfang etwas Arbeit, wenn wir das vor 15 Jahren begonnen haben, das zu füttern, das System, oder? Es ist am Anfang, braucht es jemanden, der wirklich dranbleibt, dass das auch alles reingeschrieben wird, aber dann selbstständigt sich das von selber und dann ist das eigentlich Freiheit durch Wissensmanagement. Ja. Wie viele Betriebe im Klemmtal, würdest du sagen, nutzen diese Freiheit und arbeiten ähnlich wie du, wie ihr? Ich denke mal, bei einer gewissen Größenordnung geht es gar nicht mehr anders. Und auch wenn man nicht ständig im Betrieb ist, ich habe noch ein paar mehr Jobs jetzt nur als das Hotel und das Solhaus. Und da würde das gar nicht anders gehen. Also wenn ich zum Beispiel bei einer Sitzung sitze und die ist vielleicht nicht 100% spannend, aber da 80, dann schaue ich währenddessen kurz rein, schreibe ein paar Antworten da rein, läuft schon wieder von selber zu Hause. Aber also, jetzt musst du gerade nicht hineinschauen. Nein, oder? Ist 100% spannend. Danke euch. Christoph, was ist zukünftig für den Gast spannend? Also was, wenn du da so zuhörst in der Runde aus der digitalen, technologischen Sicht, was sind so die Must-Haves, die eine Region braucht, um für den Gast attraktiv zu sein? Vielleicht auch ein bisschen mit dem Blick in die Zukunft. Was siehst du da kommen? Ja, zuallererst möchte ich auf das eingehen, was die Isabella oder der Wolfgang schon gesagt haben, dass Saalbach da wirklich am oberen Rand angesiedelt ist und wirklich Vorreiter ist für viele Dinge, die hier schon passieren und umgesetzt werden, was uns die Digitalisierung an Möglichkeiten bietet. Das ist nicht in ganz Österreich jetzt so. Ich glaube, da gibt es viele Regionen, die noch Aufholbedarf haben und die bekommen vielleicht auch jetzt und heute da ein paar Anregungen, in welche Richtungen man denken oder gehen kann. Wenn wir noch weiter nach vorne schauen, dann glaube ich, dass das immer stärker verzahnt wird, diese digitale Welt mit der realen Welt, so wie wir jetzt schon auch zum Teil Beispiele gehört haben, was da alles möglich ist, vom Online-Buchen direkt im Hotelzimmer bis hin zur Kommunikation, ohne dass man mit den Menschen noch spricht. Muss man schauen, ob das die Zukunft wird, hoffe ich nicht. Aber ich glaube schon, dass diese Verknüpfung digitale Welt und reale Welt noch stärker kommen wird. Und da gibt es mit Virtual Reality viele Dinge, die jetzt schon gehen und in naher Zukunft noch mehr werden. Das jetzt schon vor der Anreise ist, dass man sich mit der digitalen Brille Eindrücke holt von den Regionen und dann entscheidet, wo man hinfährt. Also dass man da auch, wenn man als Tourismusort gut aufgestellt ist, einen USB hat, wenn man da auch seine Region virtualisiert und auch in anderen Orten zugänglich macht, könnte man sich eben abheben von anderen Regionen. Und das zieht sich dann durch, auch beim Aufenthalt gibt es mit Augmented Reality, wo man jetzt eine erweiterte Realität schafft, indem man in der Berglandschaft auch zusätzliche Informationen ausspielt, indem man zum Beispiel das Handy jetzt ins Gebiet hält und Informationen bekommt, dann ist das so ein Beispiel, wie die digitale Welt mit der realen noch weiter verzahnt wird. Und das sind auch Chancen und Möglichkeiten für die Betriebe, hier mit dem Gast noch enger zu kommunizieren und ihn noch besser zu betreuen, weil schlussendlich geht es um die Interaktion mit dem Gast auf Basis von Wissen, das haben wir jetzt gehört. Man muss eben Wissen generieren und da gibt es die technischen Möglichkeiten, dass man das macht. Im Geschäftskundenumfeld, wenn es um Maschinen geht, geht es um Sensoren. Auf der anderen Seite, wenn es um Menschen geht, dann geht es sehr oft eben um Bedürfnisse, die der Mensch hat in der Region. Da geht es vielleicht auch um Bewegungsmuster, die der Gast in der Region hat, wo wir mit aggregierten, anonymisierten Mobilfunkdaten auch Lösungen anbieten, um zu verstehen, wie verhält sich mein Gast in der Region und auf der Basis auch Schlüsse zieht und nächste Produkte oder Maßnahmen setzt, um diese Zielgruppe auch weiterzuentwickeln und eine Reise zu etablieren, die jetzt nicht mit 1, 2, 3 positiven Erlebnissen endet, sondern mit einer Vielzahl. Und das sind wir angepasst
auf den individuellen Gast. Und ich glaube, das wird die Zukunft noch viel stärker bringen. Aber hoffentlich geht es nicht so aus, dass dann nur mehr digital kommuniziert wird, ohne dass die Menschen miteinander reden, weil ich glaube, das wär nicht gut. Da wollte ich eben gerade nachfragen über die Kommunikation hinaus. Wir kennen alle die Matrix-Filme und andere Zukunfts-Science-Fiction-Filme. Es wird schon noch notwendig sein, dass man über die Virtual Reality hinaus in die Region fährt. Oder siehst du Zukunftsszenarien, wo es dem Zielpublikum reicht, die Brille aufzusetzen und den Urlaubsflair zu genießen? Das glaube ich nicht und bin auch überzeugt, dass das nicht so passiert. Und ich glaube, der Wolfgang hat es gesagt, man kann sich ein bisschen anregen lassen und Appetit holen auf das, was dann in der Region auf einen wartet. Und in der Region, in der realen Welt geht es dann schon noch immer um sehr viel mehr Emotionen, als es die virtuelle Welt vielleicht bieten kann. Und genau diese Mischung wird es dann ausmachen, meiner Meinung nach, die man finden muss für sich als Tourismusregion, weil das eben die Zukunft ist, wo wir uns als Menschheit hinentwickeln. Von dem her, ich glaube nicht, dass die digitale Welt eine reale Welt ersetzen kann. Bin überzeugt, dass das nicht passiert, aber wir müssen es so verzahnen und miteinander vernetzen, dass daraus ein gutes Gesamtprodukt wird. Also live ist live und bleibt live, zumindest in gewissen Erlebnispunkten und Touchpoints. Das passt sehr gut zum Eventler. Roland, Touren gehen. In der Pandemie, es war für vieles ein Beschleuniger, nicht nur in der Digitalisierung, sondern gerade eben auch fürs Tourengehen. Aus unterschiedlichen Gründen war es gar nicht so leicht, dass man dann auf den Berg hinaufkam. Also sind dann viele noch sportlicher geworden und sind einfach gegangen. Das heißt, eigentlich hat sich die Mountain Attack skaliert über ganz Österreich, vor allen Dingen in Salzburg. Wenn man sich die Parkplätze anschaut, hat dieser Sport einen richtigen Boom erfahren. Das ist auf der einen Seite hochgradig positiv, mehr Bewegung, gerade für den Sport, vor allen Dingen auch Partner Hervis wird sich unter anderem auch darüber gefreut haben, alle, die in dem Geschäft schon drinnen waren. Es hat aber auf der anderen Seite durchaus auch zu logistischen Herausforderungen geführt. Du bist an dem Thema eben sehr nahe dran, nicht nur in Hinterklemm, sondern auch generell in der Region. Wie erlebst du das? Wie geht Saalbach damit um als Vorreiter? Haben wir schon in vielen Bereichen jetzt gehört. Wie geht aber auch der Salzburger Tourismus mit diesem Boom um und wie kann man das zukunftsorientiert auch handeln? Ja, vielleicht beginne ich bei Saalbach. Wie wir 1998 einmal diese Idee gehabt haben, waren wir eben mit offenen Ohren in Saalbach angenommen worden und das hat selbst uns ein bisschen überrascht, weil zu diesem Zeitpunkt ja, war halt Alpinskifahren und ein bisschen Snowboarden und da hat man drauf gesetzt. Aber innovativ, eventorientiert haben die Herrschaften hier in Saalbach das sofort aufgenommen, haben auch mit uns gemeinsam ein bisschen geschaut, wo könnte man und was ist sehr spektakulär und wie schaut es aus. Es gab sogar Wetten, wie schnell sind die Besten und so weiter. Und deswegen würde Saalbach mit uns gemeinsam ein bisschen da in die Vorreiterrolle bringen. Und man hat ja wirklich hier auch gesehen, abseits des Rennens gibt es ja wunderbare Touren, die man auf ein bisschen abseits der Piste, aber doch noch im sicheren Bereich gehen kann. Und ich glaube, das wird immer mehr. Und bei uns, ich komme ja aus Hallein, da im Umfeld sind natürlich die Nachttouren oder die Abendtouren sehr interessant. Und wirklich hunderte Menschen gehen da am Abend rauf. Ist natürlich für Gesundheit, Fitness wirklich eine tolle Sache. Und wenn man es gemeinsam mit den Bergbahnen erarbeitet, dann funktioniert es auch. Ja, wenn man es laufen lässt und gegeneinander ist, wird es nicht funktionieren. Weil ich glaube auch, der Tourengeher vom Dienstagabend kann genauso der Skifahrer vom Freitag bis Sonntag hier in Saalbach sein. Und das ist auch so. Ja, es gibt, wenn ich mich richtig eingelesen habe in die Zahlen, was mir so bekannt ist, ungefähr aktive Tourengeher in Österreich 800.000, vielleicht sogar ein bisschen mehr jetzt, natürlich durch diesen Corona-Boom ein bisschen mehr und davon ungefähr 5.000, 6.000, 7.000, die an Wettkämpfen teilnehmen. Und dann gibt es halt ein paar, die wirklich nur an Wettkämpfen. Das ist aber ja ohnehin nicht die Zielgruppe für den Touristiker, aber die vielen, vielen Tausenden anderen,
die neben den Skifahren auch mal sich körperlich noch einmal eins draufsetzen wollen und zuerst einmal raufgehen, dann geht er vielleicht eine Skitour mit 1000 Höhenmeter fort runter, geht vielleicht frühstücken, zieht sich um und geht dann, verbringt einen schönen Skitag mit der Familie oder mit Freunden. Also das geht sehr gut miteinander und lässt sich sehr gut verbinden. Und natürlich gibt es halt auch Touren im Gelände, muss man auch erwähnen. Isabella, du bist ja Geschäftsführerin der Bergbahnen und das Thema ist natürlich für dich hochrelevant. 800.000 aktive Tourengeher, also eine Riesenzielgruppe, das ist ein Markt. Wie ist dein Blickwinkel auf diesen Markt? Und es gibt ja mehrere Modelle, wie man als Bergbahn damit umgehen kann. Wie macht ihr das? Wie man bei uns schon merkt, seit 22 Jahren sind wir jetzt nicht der gewesen, der gesagt hat, um Gottes Willen, wir brauchen eigentlich die Leute, die rauffahren und nicht rauflaufen, die Narischen. Gell? Ja, was man ja eigentlich im ersten Moment meinen möchte. Gell? Ja. Aber wie der Roland sagt, also wir haben durchaus viele Gäste, die was am Vormittag schnell einmal sie ausbauen wollen und dann am Berg raufgehen und dann mit der Familie Skifahren gehen. Also das gibt es durchaus. Und eben auch die Touren, die ein bisschen abseits sind. Gerade wenn man Freeriden, ist bei uns ein großes Thema, wenn man gern Freeriden tut, dann weiß man, also earn your turn, du musst mal irgendwo hinhatschen vorher, damit du dann eigentlich dieses Gefühl hast, oder dass du da schwebelos und alleine da runterfahren kannst. Deswegen ist es natürlich durchaus ein Thema, was irgendwie miteinander verbandelt ist. Auch wenn man jetzt nicht im ersten Moment die Synergieeffekte davon erwarten würde, weil ich hätte gern Gäste, die rauffahren und er hat gern Menschen, die rauflaufen. Aber im Endeffekt gehört das alles zum Wintersport zusammen und ich tue genauso gern Snowboarden, als wenn ich mal Splitboard packe und mal irgendwo raufgehe, weil es einfach eine andere Art des Ausbauens ist. Da geht es um das Ausbauen oder eben um eine unberührte Natur, die man sucht auf dem Weg, wenn man eine Tour macht. Also das sind ganz verschiedene Herangehensweisen. Ich würde sagen, das eine schließt das andere jetzt nicht aus. Also der Wintersportgast ist um der Synergieeffekt ist auf jeden Fall gegeben. Ja. Gehen wir davon aus, Wolfgang, du siehst es genauso als gesamtverantwortlich auch. Jetzt haben wir schon gehört, dass Saalbach immer die Nase vorne hat, viel geprägt hat, was touristische Entwicklung der letzten Jahre betrifft. Was ist das nächste Big Thing, auf das wir uns freuen dürfen, was aus Saalbach jetzt kommt und wieder sich in diese Kette nahtlos einreihen wird? Naja, für uns ist jetzt mal wichtig, nach den zwei Jahren der Pandemie, die uns doch schon auch an Substanz gekostet hat und Kraft gekostet und Nächtigungen gekostet hat und auch für unsere Unternehmer sicher nicht lustig war, dass wir einfach den gesamten Betrieb im Winter und im Sommer wieder auf dieses Niveau bringen, wie er war. Sicherlich auch ein bisschen mit mehr Qualitätsbewusstsein verknüpft. Es ist auch in der Pandemie einiges investiert worden in unseren Betrieben, die auch die Chance genutzt haben. Wir haben viele, viele Dinge, die wir die letzten Jahre neu auf den Markt gebracht haben, die man auch einmal etwas konsolidieren muss. Und wir haben für nächsten Sommer beispielsweise eine neue Geschichte. Da haben wir zwei Escape Trails. Vielleicht kennt man das ein bisschen so von den und Unternehmen beziehungsweise zur Teambuilding, wo man mit dem gesamten Team vielleicht mal irgendwo sich einsperrt in einen Raum und so schaut, dass nur durch gemeinsame Anstrengungen man wieder hinauskommt. Das haben wir auch sehr innovativ ins Freie verlegt. Also da gibt es zwei ganz spannende Trails, die man ab Sommer jetzt da machen kann. Und es müssen nicht immer die ganz großen Würfe sein, sondern manchmal ein paar kleine, feine, qualitativ hochwertige Dinge, die wir machen. Ja, im Bike-Bereich, im Sommer sind wir ständig dabei, unser Wegenetz auch zu erweitern, das Bestehende zu verbessern. Da haben wir auch mit unseren Bergbahnen einen kongenialen Partner, die hier auch voll mitziehen, hier dieser Trendsport auch gerecht zu werden. E-Mountainbiken ist ein großes Thema und natürlich alles, was mit Wandern, Kinderwandern, Gamification zu tun hat. Also Ideen genug, aber jetzt ist es mal Zeit, irgendwo wieder das an die Zahlen auch der letzten Jahre wirtschaftlich wieder anzuknüpfen, das alles wieder auf ein Niveau zu bringen. Und dann gehen uns sicher die Ideen nicht aus. Also wir gehen davon aus, dass es noch viele, viele Jahrzehnte an Tourismus in Saalbach-Hinterglemm geben wird. Und da müssen wir für die nächsten 50 Jahre auch noch uns noch ein paar Ideen aufbehalten. Pandemie, Digitalisierung bringen große Herausforderungen, aber auch große Innovationslust und viele Chancen mit sich. Der digitalisierte Berg wird uns noch lange beschäftigen. Nicht nur diese Runde Touristiker, Eventler, Telekommunikationsunternehmen, Medien, sondern vor allen Dingen auch die Gäste. Gerade die Gäste und Sie zu Hause dürfen sich auf vielfältige Angebote und Innovationen in Zukunft freuen. Viele innovative Touchpoints von der
Offline-Welt bis zur Virtual Reality. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie zukünftig auch wieder bei Laola 1 das vielfältige Angebot der drei Digitalks konsumieren und noch viel mehr in den österreichischen Tourismusregionen Urlaub machen.